Zeit für Witz vom Olli. Ja, Obacht, es ist Donnerstag und es ist Zeit für gute Laune, es ist Zeit für Witz vom Olli und ich bin stolz auf meine Fans. Boris, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Boris Cekon aus der Schweiz hat mir einen geschickt, sitzen drei Kiffer im Wohnzimmer und es klingelt. Nach einer Stunde sagt der Erste, oh, es hat klingelt. Nach zwei Stunden sagt der Zweite, da sollte mal einer an die Tür gehen. Nach drei Stunden steht der Dritte auf, geht an die Tür, macht Tür auf, steht vor der Tür ein weiterer Kiffer und sagt, ui, das ging jetzt aber schnell, kaum habe ich klingelt, drückt schon ist einer da. Ui, das ging jetzt aber schnell. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wer mir den geschickt hat. Auf jeden Fall war es ein Witz von Markus Krebs, wo der Angler am Fluss sitzt und dann kommt einer vom Ordnungsamt vorbei und sagt, hören Sie mal zu, haben Sie einen Angelschein? Sagt er, nein. Dann sagt er, das kostet 50 Euro Strafe, Angler ohne Angelschein, 50 Euro Strafe. Sagt er, Herr Ordnungsamtsmitarbeiter, ich angel nicht, ich bade meinen Wurm. Dann sagt er, zeige Sie mal, zieht er den Wurm raus. Dann sagt er, es kostet 100 Euro, der Wurm hat keine Badehose an. Das kostet 100 Euro. Der Wurm hat keine Badehose an. It's magic. Aber jetzt kommt was. Ich aus der Kategorie Witze, die ich niemals erzählen würde, hat Martin Groß bei YouTube in die Kommentare einen Witz geschrieben. Martin, Pfui. Und nochmals Pfui. Fragewitz. Wie heißen die vier Lieblingsflüsse von Sergei? In mein Po rein. Sergei, wir spielen nachher Stadt, Land, Fluss. Sag Meister Link und Harry Bescheid. In mein Po rein. So. Würde ich niemals erzählen. Ich wünsche euch nur das Allerbeste. Bleibt gesund, werdet gesund, verlieren immer so Humor, sonst wird es wieder ernst. Ich bin am anderen Ende, warte. Ich bin nicht Meisterling. Der Olli.